Willkommen, liebe Freunde, zu Franks Modellwandwelt, Ausgabe Nummer 4. Die 4 ist das Stichwort, denn der 4. Advent steht ja sozusagen vor der Tür und ich löse heute ein Versprechen ein. Ja, was für ein Versprechen wohl? Gut, das liegt schon etwas länger zurück. Ich hatte ja in unserer Sendung zum Tag der Modellbahn am 2. Dezember angekündigt, dass es zu Weihnachten eine Fortsetzung zum Film Immer an der Wand lang gibt. Viele Modellbahner wollten immer wieder von mir wissen, wie es denn nun weitergeht auf der Modellbahn von Reinhard Gorn. Ja, das Warten hat nun Gott sei Dank ein Ende, denn jetzt gleich erfahren Sie, was es Neues gibt von der Modellbahn, die immer an der Wand lang fährt. Viel Spaß! Doch bevor wir uns in seiner Modellbahngarage treffen, für alle diejenigen, die den ersten Teil des Films Immer an der Wand lang noch nicht kennen, eine kleine Zusammenfassung. Die Modellbahnzüge von Reinhard fahren an der Wand lang. Diesen Traum von einer Modellbahn, die durch alle Zimmer seines Einfamilienhauses fährt, hatte er sich verwirklicht. Start- und Zielpunkt der Züge ist die ehemalige Garage, die beherbergt den Schattenbahnhof und auch noch die Hauptanlage. Himmlische Platzverhältnisse. Man kann sich an den vielen Details auf dieser noch nicht ganz fertigen Modellbahn nicht genug satt sehen. Es sieht wie eine realistische Momentaufnahme aus, egal wo man hinschaut. Das große Vorbild seiner Anlage ist an Berlin der 60er bis 80er Jahre angelehnt. Viele nachgebildete kleine Details erzählen ihre eigene Geschichte. Ob Straßenszenen, typische Hinterhöfe, kleine Handwerksbetriebe, alte Fabriken oder die alte Laderampe mit kleiner Spedition. Man kann sich nicht genug satt sehen. Es ist die perfekte Illusion, die Reinhard da geschaffen hat. Eine wichtige Rolle nicht nur in seinem Leben spielt seine Frau Petra. Sie hat sich von Reinhards Hobby sozusagen mit dem Modellbahnvirus infizieren lassen. Sie beteiligt sich aktiv am Landschaftsbau und ist für die Computersteuerung aller Züge zuständig. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Ideen, Bau und Steuerung der Modellbahn. Was will man mehr? Soweit die kleine Zusammenfassung des ersten Teils. Die ganze Geschichte zur Anlage gibt es bei uns auf unserem YouTube-Kanal zu sehen. So, und jetzt muss ich mich aber sputen. Reinhard wartet schon auf mich. Er hat sich schon an seinem neuen Highlight positioniert. Und dahin fahren wir jetzt erstmal, klare Sache, standesgemäß mit der Modellbahn. Die imposante, neu geschaffene Altstadt ist ein gewaltiger Blickfang. Das ist also jetzt fast fertig, wie man sieht. Ne? Fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist es so, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Das sind natürlich so Kindheits-Jugend-Erinnerungen, die hier so ein bisschen also nachgeahmt wurden. Ich bin ja im nördlichen Teil von Berlin-Neukölln groß geworden, sogenannter Arbeiterbezirk mit Mietskasernen, so wie hier. Und in diesem Bereich, wo ich groß geworden bin, gab es aber auch interessante Gegensätze. Also direkt neben diesen Mietskasernen gab es auch so kleinere Häuser mit nahezu dörflichem Charakter.
Und andererseits aber auch Industrie am Kanal, Schrebergärten und so. Aber diesen Gegensatz, den fand ich ganz interessant. Und habe ich versucht, hier so ein bisschen nachzuempfinden. Es ist kein konkretes Vorbild. Es ist nur so die Atmosphäre, die ich da empfunden habe. Reinhards Ideenpool scheint unerschöpflich. Ich bewundere seinen besonderen Blick bei der Gestaltung dieser Anlage. Naja, ich versuche das möglichst realistisch nachzubauen, ohne ein bestimmtes Vorbild direkt nachzubauen. Also es geht mir mehr um die Atmosphäre, die ich da so erlebt habe. Ich war als Kind immer Außenseiter, aber immer in einer Beobachterposition. Ich habe mir immer alles ganz genau angeguckt und als Berufsfotograf war ich auch geübt, sozusagen immer genau hinzugucken. Und das habe ich einfach so im Gedächtnis, ne? Und versuche das jetzt so nachzubauen, dass es so in etwa so aussieht, wie ich das in Erinnerung eben habe. Ne? Drängt sich gleich die nächste Frage an Reinhard auf. Wie lange braucht er von der Idee bis zum Bau eines solchen Teils seiner Anlage? Naja, das ist ganz unterschiedlich. Also bei mir ist es so, dass ich nicht alles vorher schon hundertprozentig planen möchte und das dann nur noch abarbeite irgendwie. Da habe ich keine Lust zu. Also ich fange in der Regel an, wenn ich so 50-60-prozentig entschlossen bin. Dann fange ich an. Also das, was ich mir schon ausgedacht habe, das baue ich dann schon mal. Und der Rest ergibt sich dann so. Ne? Während der Bauzeit, das zieht sich ja über Monate hin. Also sowas hier, das hat ja mindestens ein halbes Jahr gedauert. Ja, das liegt eben auch daran, dass ich es relativ genau nehme. Ne? Ich bin so ein bisschen detailverliebt. Und da dauert eben alles ein bisschen länger. Viele Häuser sind selbst gebaut oder abgeänderte Bausätze. Und aber ich möchte eben diese Atmosphäre einfangen. Also ich möchte keine glatten Plastikhäuser oder sowas, sondern das soll schon einigermaßen echt aussehen. Und deswegen ist für mich sowas wie Alterung sehr wichtig, ne? Dass das nicht so glänzend aussieht. Ne? Das muss ein bisschen verwittert sein. Und es sind ja schließlich auch Gebäude, die alt sind. Das sind ja Gebäude, die um 1900 entstanden sind. Und wenn ich jetzt hier so ungefähr 1970 oder so ähnlich nachbaue, dann sind die eben 70 Jahre alt. Da sehen die nicht aus wie neu. Ne? Der imposante Altstadtteil lebt aber nicht nur von den Gebäuden. Auch ist Reinhard ein guter Beobachter von realen Straßenszenen. Denn das macht die Illusion ja erst perfekt. Naja, das hat wieder damit zu tun, dass ich einerseits als Berufsfotograf gearbeitet habe, jahrzehntelang, und auch als Fotografielehrer. Und auf der dritten Ebene war ich eben sogenannter Fotokünstler. Ich habe also viele Fotoausstellungen gemacht im In- und Ausland. Und was mich privat, in meiner privaten Fotografie besonders interessiert hat, waren immer diese sogenannten Straßenschnappschüsse, die über das Sichtbare hinausgehen. Also ich wollte jetzt nicht auch mal einen dicken Mann fotografieren oder guck mal da oder so, sondern also immer übergeordnete Bedeutung, also symbolhafte Bilder. Also ich habe ungefragt Leute auf der Straße fotografiert und du schaust auf das Bild und hast die Empfindung Einsamkeit oder Hoffnung oder so übergeordnete Begriffe. Das hat mir immer Spaß gemacht, ja. Und jetzt hier in der Modellbahn habe ich angefangen, solche Situationen, wie ich sie eigentlich gerne fotografieren würde in der Realität, hier dann selber zu bauen. Ne? Also wie zum Beispiel hier dieses kleine Ehepaar, was hier sitzt, hier dieses, was sie wahrscheinlich nicht mehr so viel zu sagen hat. Ne? Also solche Sachen würde ich eigentlich gerne in der Wirklichkeit fotografieren. Ne? Oder hätte ich fotografiert, wenn ich es gesehen hätte. Ne? Ja, und dann baue ich das eben schon mal als Modell hier. Ne? Da Reinhard aus seiner Erinnerung heraus typische Berliner Szenarien nachempfunden hat, fällt auch ein Gebäude auf mit einem Kino. Drängt sich die Frage auf, ob er denn auch ein begeisterter Kinogänger war? Ja, das kann man schon sagen, ja, aber nicht sehr häufig. Ja. Und mich haben immer mehr so Filme interessiert, nicht so diese reißerischen hier Krimis und weiß ich was, sondern eher Filme, die still sind, die mehr Atmosphäre zeigen, ja, wo nicht so vordergründige Handlung wichtig ist, mit brennenden Hubschraubern, Explosionen und Schießereien in der Tiefgarage oder sowas, ne? Sondern also eher Stimmung, ja? Langsame, ruhige Filme. Ja, das hat mich immer mehr interessiert. Im Mittelpunkt des Marktplatzes sind neben der alten Kneipe und der alten Drogerie noch verlegte Straßenbahngleise zu sehen. Ja, also hier muss dann noch also eine Haltestelle hin und da, von da aus soll die dann pendeln. Die fährt ja hier durch die Wand durch in den Nordteil, wo demnächst also dieser Nordteil der Altstadt entsteht. Und dann, die Wand ist 8 Meter lang, da in diese Richtung, ja, bis da ganz hinten hin und könnte dann so hin und her pendeln automatisch. Ne?
Die neu entstandene Altstadt fügt sich ja nahtlos in den bereits vorhandenen Teil dieser Paradestrecke ein. Was für ein Ensemble mit eingebauten Geschichten. Nahezu perfekt. Also weiter hinten, das sind ja aus Gipsteilen gebaute so Berliner Mietskasernen mit abgeblätterten Fassaden, also wie das so bis in die 70er, 80er Jahre recht häufig noch so war. Es gibt ja auch heute noch einige. Und die sieht man dann so aus der Bahn und so. Das ist so meine Erinnerung, wenn ich da mit der S-Bahn unterwegs war in Berlin. Ne? Dann habe ich das genau so gesehen aus der Perspektive. Ne? Und das kann man in diesen Aufnahmen sehen, da wo wir diese Strecke lang fahren. Ne? Da kann man das ja schön sehen. Ja. Noch eine Sache sehe ich gerade, weil ich jetzt gerade hier drauf schaue. Das ist ja hier diese sogenannte Paradestrecke oder eine der Paradestrecken. Drüben gibt es dann noch eine, wenn sie dann irgendwann mal fertig wird. Da kommt da ja auch gleich zu sprechen. So in den nächsten 25 Jahren oder so ähnlich. Ja? Und ich habe eben nicht, wie man es meistens sieht, so die Strecke parallel zur Vorderkante und in den Ecken dann so einen Bogen nach hinten, sondern ich habe hier genau das umgekehrt gemacht. Also ne, die Strecke macht einen leichten Bogen, so als ob sie hier rausgehen würde. Ne? Unten im Tunnel ist natürlich eine ziemlich enge Kurve, dann nach links da drüben hin. Aber enge Kurven möchte ich nicht sehen. Die gibt es bei mir nur im Tunnel. Ne? Ja. Und das vermittelt so das Gefühl, dass die Anlage hier irgendwie weitergehen würde. Ne? Ja. Weil es so auf die Ecke zugeht. Ne? Und das finde ich ganz interessant, diesen Effekt. Und es ist neben der Altstadt noch ein kleineres Projekt vollendet worden. Die Züge, die durch die Zimmer des Hauses immer an der Wand lang eilen, haben jetzt auch im Wohnzimmer einen Hintergrund bekommen. Die Arkadenverkleidung ist vollendet. Naja, es gibt also einen langen Bereich da in dem großen Wohnzimmer, das sind 9 Meter an der Wand lang. Und da gab es ja bisher eine Gestaltung, also mit Häusern und Landschaftsmaterial, nur auf dem letzten Meter an dieser leichten Kurve, wo es dann durch die Wand in die ehemalige Garage geht, wo wir jetzt hier stehen. Also hier kommt er dann durch, durch die Wand hier neben mir. Und auf diesen 8 Metern, wo es immer an der Wand lang geht, da habe ich nun inzwischen auch, also aus Gipsteilen, so eine Arkadenwand gebaut und natürlich ein bisschen gealtert und auch ein bisschen Landschaftsmaterial links und rechts der Gleise. Das ist neu, das hatten wir in dem Filmbericht noch nicht zu sehen. Das ist jetzt erst entstanden im letzten Jahr. Alle Achtung, da ist ja wieder viel Neues entstanden. Aber es ist schön zu sehen, dass es weitere und nicht nur für mich imposante Bauvorschritte gab. Aber wie geht es denn nun weiter mit seinem Jahrhundertprojekt? Na, die nächste Woche ist ganz klar. Also man sieht ja hier also dieses Stadttor da, ne, wo es durch die Wand durchgeht, nach Norden. Das ist hier der südliche Teil der Altstadt. Und auf der anderen Seite entsteht dann der nördliche Teil der Altstadt, auch wieder eine Mischung aus Industrie und Mietskasernen. Habe ich schon so halb durchdacht, aber ich fange jetzt an und das entwickelt sich dann irgendwie. Ne? Ja, da können wir ja mal einen Blick drauf werfen, noch auf die andere Seite. Aber es ist eben noch Baustelle, Jahrhundertbaustelle. Ne? Das dauert noch ein bisschen. Weil danach kommt ja noch das Riesenprojekt Nordbahnhof. Ne? Ja, da liegen die Gleise schon, Elektrik, alles ist in Ordnung, wir können da fahren, alles funktioniert. Aber keine Gestaltung, keine Gebäude, nichts. Ne? Oberleitung fehlt noch. Da kann ich mich jahrelang beschäftigen damit noch. Das dauert noch. Und die Frage, ob ich wieder dann vorbeischauen darf, wurde halt mit typisch Berliner Humor kommentiert. Ja, kannst du gerne machen, wenn du dich hier ruhig verhältst und mich nicht störst beim Arbeiten hier. Kannst du gerne mal kommen. Ne? Ja. Eine Einladung zum Adventskaffee am Schluss meines Besuchs habe ich gerne angenommen. Und das nicht nur wegen der vorbeifahrenden Züge. So, das war nun der zweite und mit Sicherheit nicht der letzte Teil des Modellbahntraums von Reinhard Gorn. Und wir alle sind schon sehr gespannt darauf, wie es wohl weitergeht. Fortsetzung folgt, das ist schon mal versprochen. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Wünsche Ihnen allen aus nah und fern einen sehr schönen 4. Advent und natürlich ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Merry Christmas, Feliz Navidad, Joyeux Noël, Good Yule, Frohe Kerstfest, Buon Natale. Tschüss, Ihr Frank Buttig.